Mein Kollege Peter hat mich vorhin darauf aufmerksam gemacht, dass heute in 3 Monaten Weihnachten ist. In diesem Sinne, jetzt erstmal tagtäglich. Das ist Berlin, das ist Gigatech, ich bin Alabaster. Kennt ihr Alabaster? So ein Stein. Das ist tagtäglich vom 24.09. in 3 Monaten ist Weihnachten. Schön. So, wie immer habe ich das große Problem, dass die Tech-News heute alle nicht geil sind und ich sie jetzt aber irgendwie so verpacken muss, als ob sie geil wären. Wir fangen an mit dem Google Pixel 4 XL. Ich freue mich auf das Gerät, habe ja auch schon mehrfach überenthusiastisch geäußert, ich kaufe das, obwohl ich noch gar nicht weiß, was es kann und was es kostet. Jetzt haben wir aber die Befürchtung, dass das sehr teuer werden könnte, eventuell zu teuer, als dass irgendjemand das kaufen wird. Also nicht so teuer, aber also unverhältnismäßig teuer verglichen mit dem, was Apple und Samsung zum Beispiel zuletzt so vorgestellt haben. Und zwar haben verschiedene Händler Preise geleakt. Die sind unterschiedlich, entsprechend wird keiner von denen genau der Richtige sein, aber sie geben eine Tendenz vor. Und zwar soll laut diesen Händler-Leaks das Pixel 4 mit 64 GB Speicher 819 Euro kosten, mit 128 GB 942 Euro. Beziehungsweise es gibt noch einen anderen Händler, der behauptet erstmal in diesem Leak, dass die 64 GB Variante 745 Euro beziehungsweise die 128 GB Variante 856 Euro kosten. Also das ginge ja noch. Problem wird jetzt das Pixel 4 XL. Das soll nämlich für 64 GB oder könnte 1126 Euro kosten. Anderer Händler sagt 921 Euro und in der höheren Speichervariante dann 1032. Auf jeden Fall scheint es, als ob wir den vierstelligen Bereich erreichen mit dem Pixel 4 XL in der höchsten Speichervariante. Nach 2 Monaten kostet es ja ideal. Richtig. Sebastian sagt das ganz Richtiges hier. Nach 2 Monaten, die Pixel-Geräte fallen extrem schnell im Preis. Nach 2 Monaten und Black Friday steht ja vor der Tür, könnte es ja schon deutlich günstiger geben. Trotzdem ist es interessant, wenn das denn stimmt, dass Google die Geräte so teuer ansiedelt, weil wir hatten ja eine Zeit lang mal durchaus auch Samsung-Geräte, die so teuer waren. Allerdings ist Samsung zuletzt ja so ein bisschen wieder davon abgekommen und hat zumindest versucht, diesen vierstelligen Bereich zu vermeiden. Also zum Beispiel Preisempfehlung fürs Galaxy Note 10 mit 256 GB 949 Euro. Und ich sag mal so, es bleibt abzuwarten, ob ein Pixel 4 XL, so interessant das Gerät ist, letztlich in Sachen Features unbedingt und in Sachen Hardware wissen wir schon, dass es das jetzt nicht unbedingt kann, weil eben nicht die absolute High-End-Hardware verbaut ist, gerade Prozessor, mit einem Note 10 mithalten kann. Also das wird interessant. Am 15. Oktober erwarten wir das Google Pixel 4. Und ich sage gleich, wenn in Deutschland nicht diese Radarfähigkeiten an Bord sind, dann gebe ich keine 1000 Euro für das Gerät. 1000 Mark gebe ich dann nur aus dafür. Das diese neuesten Preisspekulationen zum Google Pixel 4 unter giga.de/Android. Dann ganz schnell ist OnePlus. Die haben nämlich quasi als erste nach Google jetzt Android 10 für 2 Geräte ausgerollt, und zwar für das OnePlus 7 und das OnePlus 7 Pro. Diese beiden Geräte kriegen ab sofort Android 10, Huawei und Samsung damit geschlagen von OnePlus. Wir haben hier auch ein komplettes Changelog, also da kommt nicht nur Android 10, sondern da kommen auch noch mal ein paar OnePlus eigene Features dazu, wenn ich das richtig verstehe. Game Space, das kenne ich nicht von Android 10, also irgendwie ein Ort, an dem alle Game Launcher, ist ja gerade sehr modern. Jeder macht einen Game Launcher. Oh. Krass! Guten Tag. Frank! Hallo, ich dachte, ich komme mal vorbei. Worum geht's? Es geht um das Android 10 Update für das OnePlus 7 und OnePlus 7 Pro. Und ich habe gerade gesagt, es ist nicht nur Android 10 dabei, sondern auch ein paar OnePlus eigene Features, wie zum Beispiel der Game Space, der für mich wie ein Game Launcher klingt. Und Game Launcher sind ja gerade auf dem Desktop der heiße Scheiß. Jeder bringt seinen eigenen Game Launcher raus. Sogar Rockstar Games, habe ich jetzt gehört, kommen mit dem eigenen Launcher um die Ecke. Irre. Das hatten sie eigentlich immer schon. Ne? Leute regen sich vielfach darüber auf. Ich finde es eigentlich ganz gut, weil Epic Game Launcher, super in der Kritik, gibt ständig Spiele umsonst. Ja, neulich hier die ganzen Batman Arkham Spiele umsonst. Krass. Ich weiß gar nicht, warum ich mich da aufregen soll. So, also das OnePlus Update ab sofort auf Android 10 für 7 und 7 Pro. Und das OnePlus 7T kommt ja auch noch. Am 10. Oktober wird das OnePlus 7T vorgestellt. Da sind wir ziemlich sicher, dass das dann natürlich gleich mit Android 10 an den Start geht. Achso, gab sogar heute eine Pressemitteilung. Ja, geht mit Android 10 an den Start.
Toll. Das in der giga.de/Android. Dann hatten wir gestern über das Xiaomi Mi Mix Alpha gesprochen und dass es ein krasses Gerät ist und wir aber nicht sicher waren, weil es so krass ist, ob es überhaupt ein finales Gerät oder ob es ein Prototyp einfach neu ist. Es ist ein finales Gerät. Sie haben es vorgestellt. Es hat tatsächlich dieses einmal rund ums Gerät rum Display. Nur eine kleine Stelle auf der Rückseite, so ein schmaler Bereich ist kein Display. Severin hatte gestern richtig zusammengefasst, es ist wie das Huawei, wie heißt Mate X? Mate X nur ohne Falten. Sieht krass aus, hat eine 108-Megapixel-Kamera. Übrigens muss ich ganz kurz noch mal sagen zu dem Display. Das bedeutet nämlich, das Gerät hat ein Display zu Gehäuse Verhältnis von 180,6%. Geil. Aber das ist natürlich, ja, ist ein komischer Wert, weil es geht ja drumherum und normalerweise wird da ja nur eine Seite betrachtet. Interessanter ist der Umkehrschluss, nur 19,4% des Gehäuses sind nicht von Display bedeckt. Der Rückseite, ne? Ja. Oder der Gesamtfläche? Nee, der Gesamtfläche. Ach so. 19,4% des Gehäuses, Front und Rückseite, sind warum? Nicht von einem Display bedeckt. Warum geil. Muss man es denn anpacken? Ja, die haben an den Seiten auch keine Buttons mehr. Das haben sie alles in das Display an den Seiten sozusagen integriert. Das sieht toll aus und bringt nichts. Das sagt nicht Frank, bevor du es nicht benutzt hast. Na gut. 108-Megapixel-Kamera haben wir jetzt auch, gestern waren wir noch nicht sicher, kann Superpixel, das heißt, wenn die Lichtverhältnisse schlecht sind, müssen diese 108 Megapixel nicht komplett mit einzelnen Bildpunkten, sondern kann man auch bestimmte Bildpunkte zusammenfassen. Pixel-Binning, ja. Genau, und dadurch toll. Halt ein schärferes Bild erzeugen. Frank ist schon wieder angekotzt nicht von schärfer, dem Gerät. Nicht schärfer, sondern einfach weniger Bildrauschen. Aber das ist Basic ja, Mathematik. Frank braucht das alles nicht. Im Gerät selber arbeitet ein Snapdragon 855 Plus mit 5G-Modem, 12 GB Arbeitsspeicher, krass, 512 GB interner im UFS 3.0 Standard, Akku 4050 mAh. Das ist fast ein bisschen wenig, ne? Für so viel Display und 5G. Na hallo? Also überleg mal, das wird ja richtig Scheiß-Handy, das Mi Mix Alpha. Nein, das ist einfach nur ist so eine alberne Machbarkeit. Und wie das aussieht, bleh. Nee, es sieht toll aus, aber es braucht niemand. Kommt Ende Dezember in China für umgerechnet 2560 Euro auf den Markt. Dagegen ist das Pixel 4 XL sehr wahrscheinlich ein Schnäppchen. Ihr könnt euch das Ganze, dieses Franks neues Hassgerät, könnt ihr euch unter giga.de/Android anschauen. Dann erscheint heute iPadOS 13. Juhu. Also parallel zu iOS 13 auch iPadOS 13. Allerdings da noch nicht iPadOS 13.1. Allerdings hoffe ich mal, dass die nicht dieselben Fehler eingebaut haben wie in iOS 13. Und weil sich mit iPadOS 13 ein paar Sachen ändern, zum Beispiel wie man Apps löscht und sowas, hat der Sebastian euch einen kleinen Artikel geschrieben und darin ein Video sogar auch gemacht. Zwei Videos sogar gemacht. Warum ist hier nur eins? Es waren noch zwei Videos, oder Sebastian? Zu iPadOS? Ja. Ja, die Funktion stelle ich mal vor. Ah ja, die Funktion? Aber die sieht man erst morgen. Die gibt es erst morgen. Die Funktion gibt es erst morgen. Heute gibt es was Neues, was man wissen muss. Was sich an der Bedienung ändert. Ja, was sich an der Bedienung ändert. Okay, das ist ja erstmal viel wichtiger. Unter giga.de/Apple. So, und dann wissen wir jetzt auch, auf welchen Geräten man alles Apple TV Plus nutzen kann, wenn es am 1. November kommt. Das ist nämlich ist gar nicht so trivial. Also jetzt sagen wir, ja, alle Apple-Geräte. Ja, das schon, aber es wird noch mehr Geräte geben. Zum Start auf jeden Fall iPhone mit der neuesten iOS-Version 13.1, iPad mit der neuesten Version von PadOS 13, Apple TV HD und 4K mit der neuesten Version von tvOS, Apple TV dritte Generation mit aktuellem Software-Update, also da muss es ein extra Software-Update für Apple TV Plus geben, und Mac mit der neuesten Version von macOS. So. Kein iPod Nano? Nein, iPod Nano nicht dabei. Auch nicht dabei. Ach so, Rand. So, voraussichtlich zum Start sind auch Samsung Smart TVs schon dabei. Das ist krass. Eigentlich. Das wollten sie ja. Ja. Wollen ja auch. Und im Browser kann man wahrscheinlich auch gleich zum Start in Safari, Firefox und Chrome Apple TV Plus nutzen. Das heißt ja, ab dann kann man wahrscheinlich auch Apple Keynotes endlich normal auf dem Rechner gucken. Moment, die letzte Apple Keynote gab es auch auf YouTube. Ach echt? Okay. Ja, Tatsache. So, und dann offiziell angekündigt, aber da wissen wir noch nicht, ob es zum Start schon verfügbar sein wird, ist Apple TV Plus auf Fire TV-Geräten, auf Smart TVs von LG, Sony und Vizio und auf Roku. Also das ist jetzt alles. Aber auch schon wieder rätselhaft, warum die alles. Keine Android-App, aber eine Fire TV-App draußen haben oder keine Android-TV-App. Muss man wahrscheinlich sideloaden dann. Und bei den LG-Fernsehern ist das ja auch nur so eine Sache wie also die 2019er-Geräte. Ne? Also nur die haben ja dieses Update mit der Apple TV-App bekommen. Muss man wahrscheinlich abwarten, weil Armin und ich, wir sind so arm, wir haben nur LG OLED-Fernseher von 2018. Ich sogar nur von 2017.
kaufe mir jetzt aber hier bald ein von 2019, weil die können G-Sync. Ja, das ist... Ja, 55 natürlich. So, das waren die Tech-Themen des heutigen Tages. Und jetzt schauen wir in die Zuschauerkommentare. Der Kevin Papst hat einen Tipp für uns, wie wir den Kanal größer machen können. Und zwar schreibt er, ihr müsst mal bessere Tags machen, damit man euch besser zu den Themen findet. Severin bedankt sich für den Input. Ich glaube, wenn ich mich das richtig sehe, macht Severin wahnsinnig viel Tags hier immer drunter. Severin vertaggt eigentlich alles, selbst Sachen, die gar nicht vorkommen. Ich habe auch schon viel vertaggt. Täglich, ja. Also Kevin, du hast recht, aber da sind wir uns tatsächlich, ich glaube, das machen wir schon ganz gut. Trotzdem danke für den Hinweis. Dann hat, jetzt wollte ich das noch raussuchen. Markus Müller hat geschrieben, Amir mit einem Man-Bun würde echt gut aussehen. Ja. Ohne Quatsch. Geil. Ich hoffe, ihn wenigstens im Thumbnail damit zu sehen und dann die passende Umfrage nicht vergessen. Es gibt einen Thumbnail, wo ich einen Man-Bun aufhabe, und zwar Monikas. Ich antworte dir nachher. Ich suche den mal raus. Ich habe den vorhin noch mal gesehen, weil ich irgendwas geguckt habe. Es gibt einen tagtäglich, wo ich auf dem Thumbnail einen Man-Bun trage. Aber ist es dann noch trage. Ein Man-Bun, wenn der eigentlich von Ja klar, in dem Moment, wo ich ihn aufhabe, ist es ein Man-Bun. Darum geht's ja. Egal, wo der herkommt. So, dann ladet das nicht. Was? Warum? Das mache ich ganz zum Schluss. Nicht meine Dramaturgie durcheinander bringen. Mr. Deep Voice hat tolle Tipps für mich. Lese ich mal vor. Ist jetzt das erste Video, das ich hier auf dem Channel sehe, aber als kleiner Tipp für den Mann im Video. Das bin ich, der Mann im Video. Es ist um einiges angenehmer und sympathischer anzusehen, wenn der Blick länger bzw. aktiver in die Kamera gerichtet ist. Dadurch hat man mehr das Gefühl, angesprochen zu werden. Durch das ofte zur Seite schauen wirkt es etwas distanziert. Klar kann man das mal machen, wenn man nachdenkt. Das wirkt umso dynamischer. Aber so wirkt es etwas flüchtig. Danke, Mr. Deep Voice. Und dann finde ich aber sehr schön die Antwort von 4KL. Vorsicht! Bei zu langem Blickkontakt mit Amir könnte ihr Kopf platzen. Ist so. Hat alles seinen Grund, warum ich hier nicht so oft in die Kamera gucke. So, dann hatten wir gestern über Kaffeemaschinen geschrieben und ich habe das auch im Tag täglich gemacht, dass wir die drei besten Kaffeemaschinen auf Giga ausgewählt haben und euch empfehlen. Und ganz zu Recht hat Benjamin Englisch da Einspruch erhoben und meint, sorry, ihr habt ganz wenig Ahnung von Kaffee. Schau dir mal die Mokka Master oder Beam Pure Overfiltermaschine an. In letzterem kannst du sogar original japanische Hario V60 Filter verwenden. Okay. Beide Maschinen können perfekt nach dem Gold Cup Standard brühen. In den Maschinen macht es unter anderem auch Spaß, einen richtig guten Cup of Excellence zu brühen, den ich sonst ausschließlich nur handgefiltert empfehlen würde. Voraussetzung hierfür ist eine vernünftige Kaffeemühle. Preislich zwar alles deutlich höher als das, was ihr da empfohlen habt, aber dafür wird der Kaffee auch perfekt extrahiert. Am besten schaut ihr mal zu den Flying Roasters in Berlin rein. Eine der besten Röstereien in Deutschland. Lass mich raten, Benjamin, die gehört dir, die Rösterei. Flying Roasters. Es gab auch zwei Antworten, die habe ich noch gar nicht gelesen. Erinnerst du dich noch an den einen Kollegen, den wir mal hatten, der immer mit seiner Kaffeemühle dann so... Ja, ja. Ja. Kenn ich noch. Auf jeden Fall, trotzdem, danke Benjamin. Wer guten, richtig, richtig geilen Kaffee trinken will und ihm keine Ausgabe dafür zu teuer ist, der liest sich diesen Kommentar durch und schaut bei den Flying Roasters in Berlin vorbei. Also für mich muss Kaffee schmecken nach Südamerika. Temperament. So wie dieser hier, den du gerade hast? Das ist Kaffeehack. Das ist Kaffeehack. Gibt's Kaffeehack noch? Jetzt haben wir Werbung für Kaffeehack gemacht. Gibt auch noch Jakobs, Dallmayr, Gala, Edushu? Nee, Edushu nicht mehr. Idee-Kaffee, sehr schön. Ja-Kaffee gibt's auch. Ja-Kaffee ist der Beste. Alle Produkte von Ja sind geil eigentlich. Ja. So, dann hatten wir gestern, war ich Americum. Es gibt natürlich noch K-Classic und K-Classic? Naja, statt Ja gibt es ja auch eigene Marken. Ach so, ja. Gut und günstig, attraktiv und preiswert. So, gestern war ich Americum und hatte die Ordnungszahl 95. Allerdings glaube ich, Severin, Americum schreibt man mit C. Du hast mir mit K geschrieben. Ich habe es wie im Deutschen mit Wikipedia. Ah ja, okay, dann war doch richtig. Ah, ja. Jonas fand das gut. Jonas fand das gut und hat geschrieben, gibt auf jeden Fall ein Like für Namen und korrekte Ordnungszahl des Elements. So, und jetzt kommen wir nämlich zu der Umfrage. Wir hatten die Chemiker unter euch gefragt, wie gut ihr diesen Witz fandet, dass ich Americum mit Untertitel 95 war. Gab verschiedene Antwortmöglichkeiten. 7% fanden das mega Neon, 10% absolut Carbon, 16% Natrium geil, 19% voll Helium
Und die meisten, 45%, fanden das Gigalithium. Einer fand es nicht gut, den Kommentar lese ich jetzt noch vor. Und zwar Leonard Euler, ausgerechnet Euler, schreibt, der Chemikerwitz war maximal scheiße. Neulich hat auch jemand geschrieben, die Tagtäglich-Folge wäre maximal scheiße gewesen. Was? Ja, war auch Leonard Euler. Nee, auch Leonard Euler, fand er auch scheiße. Laura war's. Ja. Okay, wie dem auch sei, ich weiß noch jemanden, der fände den Chemikerwitz richtig gut. Alexa, spiele Block Rockin' Beats von den Chemical Brothers.